Was geht ab, meine Ringlife Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, wie ihr sehen könnt, wir sind wieder im Sturm-Gym und wir treffen Felix jetzt auch gleich für ein kurzes Boxtraining. Außerdem haben wir beide richtig geile Neuigkeiten für euch. Mach das, was du im Kampf machen willst, mach das auch beim Schattenboxen. Und nicht hochkommen. Guck mal, du schlägst einen Jab und kommst hoch. Nicht hoch. Bleib unten schön und drück den rein. Nicht hochkommen. Richtig reindrehen. Und du hast den rechten Ellbogen an die Lebermann dran gepresst. Okay. Genau. Gehen wir aber mal ans Eingemachte. Warum bin ich überhaupt hier? Warum trainiere ich heute? Und warum beobachtet mich der Felix? Felix hat am 18.02. in Stuttgart in der Porsche Arena ein Event. Und er hat mich gefragt, ob ich nicht Bock drauf hätte, dort mein Profidebüt quasi zu geben. Mein Traum war zu machen und meinen allerersten Profikampf zu machen. Und ich habe natürlich gesagt, ja, ich bin sofort dabei. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen länger drüber gesprochen. Wir kennen uns ja mittlerweile eine ganze Weile. Wir schätzen uns sehr. Und Edmund ist wirklich einer, der auch boxen kann, der diesen Sport liebt und lebt. Und ich glaube, nach all dem, was man so die letzten Jahre mitbekommen hat, was im Boxen passiert, egal ob Profiboxer, YouTuber, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden. Ich mache den Hauptkampf, Edmund wird höchstwahrscheinlich den zweiten Hauptkampf machen. Wir haben dazu noch eine Charity-Aktion. Ich glaube, diese Kombination, dieser Mischmasch, den wir da drin haben, ist mal was ganz Neues fürs deutsche Boxen, etwas, womit wir auch die Jugend begeistern können, dass auch jemand, der aus der Social-Media-Welt es ganz weit gebracht hat, sogar jetzt bis zum Profi, mit allem drum und dran, ärztliche Untersuchungen, Profi-Lizenz. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wenn Edmund boxt, kein Influencer-Kampf, sondern ein Profikampf. Sein Gegner wird ein Profi sein, der natürlich auch gerankt ist. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja ein paar olympische Amateurboxkämpfe gemacht. Damals hat es bei mir leider mit diesem Profi-Ding nicht geklappt, aufgrund von Verletzungen. Und irgendwann habe ich die Lust auch einfach verloren, weil sich die Community das auch so extrem gewünscht hat. Viele haben gefragt, so, ey, willst du nicht mal wieder kämpfen? Felix hat mich gefragt und habe ich gesagt, ey, weißt du was, ich mache das einfach und ich erfülle mir den Traum quasi vom Profidebüt. 8 Wochen haben wir noch bis zu dem Event. Ich bin schon recht gut fit, aber jetzt die letzten 8 Wochen werden nochmal Vollgas gegeben und mal sehen, was sich danach noch entwickelt. Übrigens, wenn ihr natürlich dabei sein möchtet bei meinem Kampf, Tickets gibt es in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, das ich dann angepinnt habe. Klickt drauf, gönnt euch ein Ticket, wenn ihr Bock drauf habt, mich live kämpfen zu sehen und danach machen wir vielleicht eine miese, fette Party. Man merkt richtig, dass du immer fitter bist. Ja, Freunde, ein Riesenteil meiner Vorbereitung wird natürlich auch das Seilspringen sein, weil ich muss insgesamt 10 Kilo runter für diesen Kampf. Und das kriegt man mit Seilspringen teilweise am besten hin. Ihr wisst, die besten Seile gibt es bei Everjump. Sei es leichte oder schwere Seile, auch für Kraftausdauer. Ring 10 ist der Rabattcode, damit habt ihr immer die besten Rabatte. Checkt es auf jeden Fall ab. Absolutes Highlight. Heute trainiere ich auch mit meinen eigenen Sachen. Die 5 Meter Ringlife Bandagen, die jetzt demnächst dann auch in den Shop kommen. Ihr wisst, bald kommen meine eigenen Sachen. Kampfsportausstattung, T-Shirts, alles Mögliche. Und natürlich die eigenen Ringlife Handschuhe. Damit trainieren wir jetzt. Ja. Wie ist es eigentlich so, mit seinen eigenen Bandagen sich zu bandagieren? Es ist ein geiles Gefühl, Mann. Jetzt seit einem Jahr arbeiten wir an den ganzen Sachen und es ist endlich soweit. Noch 2 Wochen ungefähr, dann kommen die ganzen Sachen endlich in den Shop. Ich hab dir nicht viel gesagt, einfach um zu sehen, grundlegend, was du machst. 99% deiner Zeit zielt auf den Kopf. Ne? 90%, sogar 95% machst du immer Einzelhänder. Eins. Dann die rechte. Versuch ein bisschen Variabilität von Anfang an reinzukriegen. Versuch einfach ein bisschen Flüssigkeit reinzukriegen, weißt du? Versuch immer zur Leber zu gehen, immer zur Leber. Oben andeuten, unten zur Leber. Und wenn du einen rechten Haken schlagst, als kleiner Mann, schlag außen, dann schlag innen, okay? Versuch mal Flüssigkeit reinzukriegen, dass du flüssig bleibst im Schlagen. Wenn du schlägst, ne? Du schlägst von hier. Du nimmst ja so viel Kraft weg. Die Kraft, wenn du ein Stück zurückgehst, hast du eine ganz andere Kraft. Übrigens, es gibt noch ein Highlight bei den Handschuhen, das habe ich mir damals gedacht, als ich die Vorstellung hatte, dass man die Ringlife-Handschuhe anzieht, da habe ich mir gedacht, dass wir so einen kleinen Merksatz brauchen. Ihr schnürt euch quasi also den Handschuh zu und dann vor dem Sparring steht hier nochmal so als Reminder, Chin Down, also für die ganzen Hauptschüler, Kinn runter und auf der anderen Seite steht dann halt Hands Up, das ist das Motto von einem Kampf, Kinn runter, Hände hoch, damit du dich immer schützt. Damit bloß keiner Knockout geht, wenn er die Ringlife-Handschuhe anzieht. Habt ihr verstanden? Das will ich nicht sehen. Explodierende Hüfte. Explodierende Hüfte. Ja.
Ja. Schlag mal links, rechts. Für dich einfach, umso schneller du das abschlagst, umso besser. Such, weißt du, bleib in Bewegung. Bam, bam, bam. Bleib variabel, weißt du? Und ganz wichtig, so ein bisschen wie Salsa. Locker bleiben in der Hüfte, weißt du? Locker bleiben. Boom, boom, bam, 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 bam. Weißt du? Dass du einen Rhythmus reinbekommst. Das ist die Folge von Ding. 3 Jahre nur ein bisschen selber am Sandsack gearbeitet. Keiner kontrolliert, keiner macht dich auf die Sachen aufmerksam, weißt du? Schlag mal locker. Bum, bum, bam, bam, bum. Bum, bum, bam, bam, bum. Bum, bum, bam, bam, bum. Die Frischkeit, okay? Links, rechts. Ja, Mann. Sehr gut, nochmal. Bewegst du zur Seite. Stell dir vor, der Jab kommt, kommt das lieber mit der rechten. Edmund, guck mal, mach mal die Kombination. Links, links, rechts, ne, und dann zurück. Rechte gerade, linke Haken. Aber die zweite nicht schmeißen. Eine Millisekunde warten und dann durch den rechten gerade linke Haken. Bum, bum, bum. Zurück. Bum, bum. Genau. Nochmal. Bum, bum, bum. Ich frage mich immer wieder, Edmond, kann man auch alleine zu Hause boxen lernen, gut darin werden? Und ich sage euch immer nein. Ihr seht selber nicht die Fehler, die ihr macht. Es braucht jemanden, der von außen drauf schaut und euch kontrolliert und auf die Sachen hinweist. Wir müssen gleich noch weiter, wir müssen auf das NFC-Event. Ich habe wieder kaum geschlafen die ganze Nacht, ein bisschen Energy. Ohne Zucker, ihr wisst, ich muss jetzt ein bisschen Diät machen, auf Zucker muss ich jetzt verzichten. Deswegen Rain Energy, Energy Drink für Sportler, ohne Zucker. Die letzte Woche wahrscheinlich oder vielleicht die Woche davor, je nachdem, ich weiß noch nicht genau, werde ich eine komplette Woche hier rüberkommen und dann machen wir nochmal so die Endphase quasi, machen wir nur noch hier das Training jeden Tag und es wird auch ein geiles Erlebnis sein, so Trainingscamp, Bootcamp mit Felix Sturm in der Wettkampfvorbereitung. Wir haben da einen 10-Runden, immer Sparring, dienstags, da machst du mit, 4 Runden, 3-4 Runden, mach ich. Knallen wir uns ein bisschen. Geil, ich hab Bock drauf. Holzkopf gegen Holzkopf. Was soll ich sagen? Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Das wird ein geiles Ding. Ihr habt euch immer wieder gewünscht, dass ich mal wieder kämpfe. Ich weiß, es gibt noch einen anderen Kampf, den sich sehr viele von euch wünschen. Da sind wir auch noch dran, dass wir den bald zustande bekommen. Aber ich wollte, bevor wir diesen Schritt gehen, erstmal für mich selbst den anderen Weg wählen und erstmal diesen Profikampf machen, mir selber diesen quasi Traum im Nachhinein nochmal zu erfüllen. Und ich sage euch ganz ehrlich, bei Felix zu kämpfen, bei einem Event ist mir erstmal wichtiger als das andere. Und ich würde mal sagen, wartet mal ab, wie der 80 Kilogramm Edmond auch schaut. Sexy mit Sixpack und alle möglichen, Junge, ne? Ja, wenn euch das Video und diese Ankündigung gefallen hat, checkt auf jeden Fall mal dieses Video ab. Da haben wir nämlich auch nochmal richtig geile News für euch, falls es schon online ist. Falls nicht, müsst ihr noch 1-2 Tage warten. Tschüss!